scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und wir kommen zum zweiten Impulsgeber heute Abend. Und er war auch schon öfters dabei. Und ich habe ihn gerade gefragt, ob denn sein Alter noch stimmt. Und dann kam, es hat sich auch noch verändert, dass er Vater geworden ist zum dritten Mal. Sein Name ist Dave Weber. Und herzlichen Glückwunsch, lieber Dave Weber, zum dritten Kind. Er ist verheiratet, inzwischen 36 Jahre jung. Und seine Berufung ist, er ist Seelenmentor. Er hilft Unternehmern, die spüren, dass es da etwas gibt, was sie noch nicht kennen und was ihnen hilft, die unsichtbare Wand zu durchbrechen. Und das Thema vom Seelenmentor heute Abend ist der Seelenkleber. Welcher Kleber hilft meiner Seele, die Scherben wieder zusammenzusetzen? So schön, dass du heute Abend wieder dabei bist. Und die Bühne und das Mikrofon gehören jetzt dir. Martina, vielen Dank dafür. Ja, der Seelenkleber. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie man das am besten für euch zusammenschneiden kann. Und zwar, der Seelenkleber ist auf unterschiedliche Art und Weise zu sehen, weil jede Seele ist einzigartig und jede Seele hat ihren einzigartigen Weg, auf dem sie gehen darf. Und jeder Mensch erleidet hier Schicksalsschläge, erleidet hier, hat hier eine Geschichte, die sicherlich eine traurige ist wie die andere, doch in dieser Traurigkeit, in dieser Geschichte an und für sich, liegt etwas verborgen. Und das Verborgene, diese Scherben, die immer mit dabei sind, diese Erlebnisse, kann man mit der Seele und den Seelenkleber zusammenflicken. Und wichtig ist hier einfach zu sehen, dass alles, was passiert ist, was dir passiert ist oder was geschehen ist, ist aus einem bestimmten Grund passiert. Es ist nicht passiert, um das dir zu zeigen, du bist schuld an XY, du bist schuld an dem Tod deiner Eltern, du bist schuld an dem, dass dein Mann dich verlassen hat, dass deine Frau dich verlassen hat, sondern diese Emotionen bzw. diese Ereignisse, die dir gekommen sind, geben dir und deiner Seele einen ganz anderen Wert und einen ganz anderen Splitter, weil jede dieser Punkte, weil jede dieser eigenen Ereignisse, die passiert sind, es ist wie eine Kerbe in dir als Mensch, die dich zur Verzweiflung treiben, die dich nachts nicht einschlafen lassen, die dich zum Weinen bringen. Und hier hilft ein Kleber. Und zwar, dieser Kleber ist für dich der Standpunkt für dich, dass du als Mensch gut bist. Und zwar dieses dich gut fühlen, dich gut sein als Seele, kann dir die Splitter oder die Ereignisse, die da sind, helfen, wieder zusammenzubringen. Und wie ist das am besten gemeint? Ich gebe dir da mal ein kleines Beispiel. Und zwar, es ist so, dass du hier, ich gebe dir ein besseres Beispiel bei mir, hier geht es ganz tief rein. Egal, was mir passiert ist in meinem Leben, egal, wie schlimm alles war, dieser Blick auf die Vergangenheit kann dir eine ganz andere Wirkung geben. Und zwar, wenn du dabei bist, diese Vergangenheit nicht mehr als vergangen zu sehen, sondern als Teil von dir. Und dieser Teil nicht als Böses hinnehmen, als Schlechtes, als Schicksal anzunehmen, sondern einfach als Teil von dir mitzunehmen, als Teil von dir anzuerkennen. Dadurch ergibt sich hier immer wieder einen weiteren Teil für deine Seele mit dabei, die Zusammenstoß. Und dieser Zusammenstoß für deine Seele kann dich weiterhin emporbringen. Was meine ich damit? Dieser Kleber, der mit dabei ist, kann dich viel weiterbringen, wenn du dich an und für annimmst, ein Selbstvertrauen für dich entwickelst und nicht darstellst als Opfer, als
kleiner Mensch, sondern du bist einzigartig. Einzigartigkeit für deine Seele und einzigartig für dich voranzugehen und nicht dich von den Ereignissen, die dir passiert sind, runterzugehen, abzusenken, sondern einfach zu sagen, das ist ein Teil von mir. Und dieser Eindruck, der auf dich draufkommt, der dich runterzieht und der dich in 1000 Splitter fällen lässt, nicht anzunehmen und nicht liegen zu lassen, sondern nach und nach zu sagen, das bin ich. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, das ist ein Teil meiner Seele und ihn anzunehmen, egal wie schrecklich oder egal wie grausam er war in deinem Leben, dass es einfach ein Teil von dir ist und du ihn annehmen darfst. Und dadurch, dass du ihn annehmen kannst oder annehmen möchtest und ihn annimmst, fügt sich nach und nach deine Seele mit hinzu und nimmt einen bestimmten Kleber. Das sind diese kleinen Momente, die dann dich zum Drehen bringen und hier ganz entspannt deine Seele zum Kleben bringen, diese einzelnen Ereignisse, die dich innerlich zersplittern lassen. Und im Nachhinein sind diese ganzen Ereignisse einfach eine göttliche Fügung oder ein Wink des Schicksals, der dir hilft, noch weiterzukommen und noch dich, dieser ganze Scherbenhaufen, der da ist, der sich nach und nach zusammenfügt zu einem großen Ganzen. Und das, was dir, wie schon gesagt, hilft, diesen Seelenkleber zu aktivieren, ist für dich einzustehen und zu sagen, mein Leben ist gut. Egal wie tief und egal wie schlimm die Ereignisse waren, die dir passiert sind oder die dir noch passieren werden, was dir noch nicht aussteht, ist, dass du für dich einfach dich annimmst. Das ist das ganz Wichtige, weil deine Seele wird dadurch, dass du dich annimmst, immer aktiver und immer wärmer mit dabei, weil unsere Geschichten sind alle unterschiedlich und viele nehmen ihre eigene Geschichte gar nicht an. Und wenn man seine eigene Geschichte gar nicht annimmt oder sein eigenes Wesen oder sein eigenes Sein als Mensch oder als Erdenbürger, ist es hier, dass du deinen Kleber, fängt nicht an zu kleben, sondern es ist immer, es fällt wieder auseinander, egal wie oft du drauf guckst, auf deine Vergangenheit oder auf dein aktuelles Leben. Erst wenn du für dich erkannt hast, dass dein Leben wert ist und dass du gut bist, ne, muss nicht unbedingt gut genug sein, aber dass du gut bist, hilft dir nach und nach zu kleben. Die ganzen negativen Ereignisse oder die ganzen schlimmen Erfahrungen, die dir zu Leide getragen wurden und auch die guten, wenn du sie annehmen kannst, hilft dir, diesen Seelenkleber zu aktivieren und in das Gute in dir zu wirken. Und da hilft dir ganz einfach zu sagen, sind ein bis zwei Sätze. Kannst du dir vom Aufstehen und vom Schlafen gehen sagen, und zwar in dem Spiegel und sagen, ich bin gut und danke, dass ich hier bin. Und das sind zwei Sätze, die man denkt gar nicht, wie viel Wirkung die haben, aber es reicht wirklich so zu sagen, ich bin gut. Und danke, dass ich da bin. Und mit diesen zwei Sätzen kann jedes noch so schreckliche Ereignis, was dir passiert ist, zu dir machen und du kannst es annehmen. Und dadurch kann, egal was passiert, egal was noch passieren wird, dadurch fühlt sich deine Seele wohl, weil du dich annimmst, dich anerkennst und sagst, dass du gut bist. Und durch dass du weißt, dass du gut bist und du selbst dir das unterstützt, egal was du getan hast, du bist gut. Und deine Seele führt dich immer dorthin, wo du möchtest. Und es ist schön, dass du da bist. Danke.